Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag. Es geht euch gut und heute geht es mal wieder rund. Leider ist der Patch noch nicht da, muss man sagen. Eigentlich hatte ich vor, Talon Jungle zu spielen, aber der Patch kommt, so wie ich mitbekommen habe, erst morgen. Und weil wir das letzte Mal Talon gespielt haben, gibt es heute wieder Vladimir. Ja, ich weiß, aktuell spiele ich eigentlich immer nur diese beiden Champions. Ich hoffe, ihr verübelt mir das nicht so sehr. Oh, gib mir die Menace. Auto-Tag. Q. Brr. Und noch ein Auto-Tag. Oh, lol, ich töte ihn einfach. Und noch ein Auto-Tag. Und noch ein Auto-Tag. Ja, war gut. War ein guter Trade. Ist immer ein guter Trade, weil ich bin ein Vampir und er nicht. Komm. Okay, schade. Komm. Ja, Pokomene. Müssen ein bisschen aufpassen, weil Aurelion, er wurde ja genervt, aber Aurelion ist, er hat Electrocute und ist aggressiv im Early Game, aber zu aggressiv meines Geschmacks nach. Für meinen Geschmack zu aggressiv, oder ich? Ah, okay. Aber okay, er kriegt das zurück. He will... Es ist mein erstes Game heute, Leute. Es ist mein erstes Game. Er wird aber... Er denkt jetzt so, wow, this Toby, no Flash. Schreibt jetzt auch in den Chat, this oh, Vladimir, no Flash, come gank. Und er wird aber sehen, Leute. Er wird noch sehen. Ich habe ein bisschen... Ich bin ein bisschen carried away gewesen, sag ich mal. Aber er wird noch sehen. Ich finde, er spielt zu aggressiv für meinen Geschmack. Also, er kann nicht so aggressiv spielen, wie er es macht. Sauger. Zack. Ich habe natürlich keinen Flash mehr, aber... Gib. Meine Technik ist ja auch eine besondere Technik, denn... Leute, ich habe so früh geflasht, damit mein zweiter Flash vor seinem zweiten Flash ready ist. Das heißt, bald kann ich schon ein zweites Mal flashen und er hat immer noch nicht geflasht. Wer öfter flasht, ist schneller da. Und immer da, immer nah. Und Mayonnaise, Mayonnaise. Und zack, da haben wir das gesaugt. Leute, erst gleich. Hätte ich jetzt Flash, wäre er tot, by the way. Ich meine, er stirbt so schon fast. Er wäre 100 Mal tot. 1100 Mal. 1100 Mal und 40. Aber naja, das Leben ist hart. Hatte Teleport nicht, Ignite, okay. Wenn ich einmal an ihn rankommen würde. Er wäre... Oh Mann, wieso habe ich kein Teleport? Das macht mich traurig in vielen Ausmaßen und Sinnen. Kann ich einmal vielleicht... Einmal bitte? Bitte. Bitte einmal. Yo! Zuckerble! Kommt schon. Ja, also Leute. Der intet komplett. Ich habe es euch direkt gesagt. Der intet komplett. This is what I have... Ich habe das gemerkt. Und er hat aber so hart geintet, dass ich noch etwas härter geintet habe am Anfang. So hart hat er geintet. Ich habe das schon die ganze Zeit gespürt. Mein rechter Leberknochen, der hat gesagt, Tobi, der ist nicht ganz koscher, der Aurelion. Ja, aber das ist ja fein. Ich sehe mich in dieser Runde auf einer Turbo-Hard-Carry-Runde, Leute. Das heißt, wir gehen Mages. Bitte mach jetzt kein Auge jetzt. Kein Aurelion. So, aber nicht direkt. Wir machen erstmal ein Büchlein. Ja. Und jetzt, Leute, greift nämlich das Toby Ultimate Knowledge System. Das TONS. Das TONS. Weil jetzt ist mein zweiter Flash vor seinem ersten zweiten Flash ready. Das heißt, wenn ich. Der hat doch gerade geflasht, oder? Das heißt, bald kann ich engagen. All in. Und er kann nicht flashen. Ich bin unglaublich klug. Ich will jetzt hier nicht angeben, aber manchmal muss man einfach zu dem stehen, was man ist. So. Das ist übrigens meine Promo, glaube ich. Mach mal jetzt hier keinen Stress. Du machst eh keinen Damage, Brody. Ich auch nicht, wortwörtlich, weil ich nicht treffe. So, wir müssen jetzt nur noch Level 6 werden, müssen Ignite bekommen und dann hat sich das erledigt. Und wir müssen pingen, dass Aurelion unten sein könnte. Er könnte unten sein. Leute! Okay, die haben Dragon gemacht. Ah, Leute, wenn da jetzt jemand stirbt, das ist nicht auf meine Gewehr. Und auf meine Verantwortung auch nicht. Also ich habe gepinkt. Mehrfach. Oh. Okay, Aurelion ist wieder da. Zack! War guter Damage. Wie gesagt, wir warten jetzt Ignite und dann können wir ihn töten. Vielleicht, am besten warten wir Flash und Ignite. Na, weil man könnte vielleicht vorher was versuchen, aber dann kommt er doch wieder mit 3 Leben weg. Und dann lieber einmal ordentlich und schmordentlich. Zack. Er stirbt. Oh! Ich glaube, ich bin tot. Okay. Ich hätte ihn töten können, glaube ich. Hätte ich Ult Q gemacht, hätte es, glaube ich... Ah, es wäre knapp geworden. Sehr... Ich glaube, er hätte sogar überlebt.
Ja, okay, das. Er kriegt's aber zurück. Vielleicht sogar direkt. Bitte nicht sterben. Er wird das zurückbekommen. Das ist gar kein Problem. Guck mal, das ist sogar. Ach, ich habe schon Daxil. Ach, lol, ich hab. Hä, ich bin ja richtig dumm. Man kauft mir jetzt ein Buch. Eigentlich gehe ich zuerst auf CDR, aber weil ich das CD jetzt nicht direkt kaufen kann, machen wir erstmal ein Büchlein. Das ist okay. Der wird schon noch sehen. Der wird schon noch sehen. Hat er Glück gehabt, dass Vi da war und ich ein Blindmensch bin. 2-0 Nasus habe ich schon seit 1910 nicht mehr gesehen. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht mit dem Katalysator an, aber wahrscheinlich macht er genau das. Dann ist er ein bisschen tankiger, leider. Ja. So, jetzt müssen wir ihn erstmal wieder ein bisschen poken. Ist aber nicht so wild. Also, wir müssen vielleicht ein bisschen gucken, dass wir nicht von Vi gegankt werden. Hab schon. Gib dein Blut. Drachenblut, bestes Blut. So, wir müssen ihn jetzt ein bisschen pauken erstmal. Dafür können wir auch ein bisschen negativ traden, weil wir die ganze Zeit heilen können. Aber er muss ein bisschen AP mal verlieren. Wir könnten auch Botlane roamen, das würde auch gehen. Das sind gute Trades. Hier noch ein paar Autotext zwischenschlüpfen. Hier noch ein Q. So, das könnte, glaube ich, schon reichen, wenn mich das nicht täuscht, oder? Aber er pottet halt noch. Er hat noch Flaspots drin. Und er hat seine Ultimate. Wir müssen ein bisschen nicht, dass wir wieder härter hinten als er. Ich hätte aber Lust. Lust hätte ich. Vi ist gerade unten, das heißt, wir können weiter aggressiv spielen. Ich weiß nicht, ob ein All-In reicht. Ich glaube, wir probieren. Leute, wir probieren es. Ah, okay. Beim nächsten Mal probieren wir es. Vielleicht können wir noch einen Auto-Tech machen. Zack. Ja. Scheiße, okay, dann. Dann jetzt, Leute. Wobei, ich weiß, ich mach's jetzt einfach. Ich mach's, Leute. Ich mach's. Ach, zu schneide. Vielleicht ist es besser, wenn ich's nicht mache. Ich heile mich erstmal ein bisschen. Er hat ja auch Ignite. Kurz heilen. Bisschen heilen. Ich heile mich eher nicht. Es gibt keinen Grund, hier irgendwas zu machen. Heilen. Zack. There is no reason. So, jetzt machen wir es. Jetzt machen wir es. Wir machen es. Gib mir. Oh! Hat der nicht gemacht. Und jetzt habe ich wieder kein Geld. Scheiß auf das Control Ward. Jetzt bin ich wütend. Hat der nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Oh, dang. Das ist das Problem. Du spielst so selten gegen Aurelien, dass du gar nicht dran denkst an sowas, dass der dich in den Tower schubst. Und er überlebt mit 3 Leben einfach mal wieder. Aber Leute, ich muss an mein System denken. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, es ist so, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Es hat ganz knapp nicht gereicht. Ein Autotech oder so, klar, aber deswegen hätte ich einfach, ich hätte smart sein können, noch weiter poken. Ich heile mich, weiter poken, ich heile mich, bis ich wirklich den Deckel drauf mache. Und jetzt habe ich meine Quittung hier. 100 Jahre. Garantie. Kacke. Naja, man lernt ja aus solchen Dingen, oder? Ja, das hat nichts. Ja, es ist unglücklich gelaufen, Leute. Muss man einfach sagen. Es war... unglücklich gelaufen ist das wohl. Was hat denn der denn? Der geht auf Rod of Ages auf jeden Fall. Rodney of Ages. Deswegen ist der Brody auch so fucking tanky. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Plan ist. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Plan ist. Demacia. Ach, Leute. Ich hätte Backping sollen. Hätte ich machen sollen. Kacke, ey. Kacke. Aber umso besser, weil umso mehr kann ich jetzt carryen. Also, umso mehr muss ich jetzt carryen, damit ich das Game gewinne. Ah, kacke, ey. Wie sieht denn unser Team eigentlich aus? Ja, er ist jetzt ein bisschen runtergesprungen. Ich bin ein bisschen runtergesprungen. Toplane ist fein, allerdings haben die halt Nashes. Botlane ist auch okay und die haben Lucian. Deren Late Game finde ich bis auf Nasus gar nicht mal so gut.
Aurelion ist nicht mehr so gut im Late Game. Lucian ist sowieso nicht gut im Late Game. Weiß auch nicht so krass und die geht Full Damage wahrscheinlich. Narsus geht Trinity. Also ist alles machbar, Leute. All is makeable. Gut. Wir müssen... You have to work with what you have. Ist das gut? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das gut? Ist das schlecht? Okay, das ist passt. Das passt. Gib mir bitte, gib mir doch! Ich brauch doch jetzt daraus. Ja, ich muss... Wobei, er ist 2-0. Ich will ihn am Leben halten. Aber er muss laufen. Mehr kann ich nicht machen. Quicksilstudium. Und Kanone. Ja, Brudi? Ich hab gleich eine W. Brauche ich die? Nee. Ja, hätte ich wenigstens den Kill bekommen, das wäre richtig pogomene.de gewesen. Weil, wie soll ich ohne... Ich habe alles draufgehauen und nicht gekriegt. Und die Werte vor allem richtig Cash gegeben. Sina, was machst du denn hier? Lass mein Kabel in Ruhe. Gut. Aber solche Games, die werden... Also, ich würde nicht sagen, ich spiele gerne von Behind, aber eigentlich würde ich fast sagen, ich spiele gerne von Behind. Weil, also, irgendwie habe ich das Gefühl, das Team, was vorne ist, throwt super oft und verliert im Endeffekt. So. Weil die Gegner jetzt Fehler machen, dumme Dinge machen und sowas und dann zack. Zack, bam, Affe tot. Gunblade Blood wäre auch mal was. 1265. Vielleicht soll ich das noch eben zusammen sparen. Aurelion ist oben, der böllert den Turm completely weg da. Ist Jhin AFK? Ich hoffe nicht. Jhin? Sag nicht, der ist jetzt AFK gegangen. TSK, 4 Kills. Der, oder er wartet noch auf 4180 Gold. Sagt nicht, er ist jetzt AFK. Ach, kommt, Leute. Leute. Okay, er ist jetzt wieder da. Er hat auf Gun. Er war AFK einfach. Weil jetzt... Wir hatten halt einen Man weniger auf dem Board. Und jetzt hat Aurelion halt unglaublich... Er hat einfach den ganzen Tower weggeplatet. Und das ist der Problem. Den könnten wir eigentlich richtig abusen hier in der Mitte. Jetzt so ein Jarvan-Gank. Gib mir einen Jarvan-Gank. Gib mir einen Jarvan-Gank. Gib ihn mir. Ja, wieder kein Kill, aber... Tod ist tot. Da bin ich zufrieden. Tod ist tot. Und wir haben jetzt den Protonenbelt. Der ist auch gut. Da unten wird schon wieder ganz viel hier pinkt. Ja, der Aurelion tötet jetzt wahrscheinlich meinen Jhin. Und der wird danach ragen. Sehr hart ragen. Aber was soll man sagen? Da ist er selber schuld. Komm, chip. No, jetzt hätte ich... No, kommt, Leute. Okay, das ist okay. Damit kann ich wieder rumleben. Das ist okay. Weil ich bin gerade kein Geldwert und Jarvan kriegt ein paar Kills. Das ist zwar nicht, was ich unbedingt möchte, aber... Guys, I will scale very hard and we win late. Just farm and scale. Play. So, Motivations... Ja, der Jarvan, aber das war okay. War ein okay Trade eigentlich. Motivationsrede gestartet. Wir gehen jetzt Magic Penschur. Ich bin am überlegen, actually, ob wir Stundenglas gehen und Major ist jetzt. Tobi, hey, Major ist, du hast 1-4. Ja, aber Leute, was tot ist, kann nicht mehr sterben. You won't cause we will die 1000 times? No. Aber, oh, Leona ist 0-4? Wie kann man als. Aber okay. Nun gut, my lord. Wir haben leider kein Flash zur Verfügung. Ja, Jarvan hat halt so viele... Jeder hat so viele Kills gekriegt, nur ich nicht. Dabei hätte ich... Aber okay, es ist wie es ist. It is how it is. So, die wollen Aralt machen. Der, wo geprickelt hat, in meinen Bauchnabel. Nashus ist da. Ich komme mal vorbei... Wir könnten... Ne, da geh ich mit fighten. Den fighten wir jetzt. Pot ist drin. Muss ich den ulten, ist die Frage. Sehr gut, ich glaube nicht. Ich mach mal einen Ignite drauf. Den muss ich nehmen. Mann, Leute! Wie soll ich carryen?
Das ist mein Damage. Töte die. Dann den. Irgendwas muss ich jetzt kriegen, verdammte. Axt im Jordan, danke. Danke, 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 danke. Leute, mein Trade ist einfach, wenn ich eine TFT-Karte oder ein Champion oder irgendwas wäre, für jeden Prozent, wo der Gegner stärker wird, werde ich ebenfalls um 2% stärker. Das ist meine Passive. Das heißt, wenn die Gegner 20 Kills haben und wir nur einen, dann bin ich einfach unendlich stark. Weil meine Motivation, solche Games zu turnen, ich bin, ne, nicht hier so, ja, wir werden sterben, wir werden machen, wir werden tun. Ich verwandle mich einfach zum Vampirlord. Jetzt haben wir uns einen Tower, Magic Penschur. Bei Metroids bin ich mir noch nicht sicher. Hier einmal rein Protonen. Zack. Schön, guck. Wir haben richtig Cash bekommen. Und wir haben einen. Ich sag immer, ich brauche einen im Team, der Bock hat. Das ist, was ich brauche. Einen. Eine Person. Hier. Machen wir jetzt. Ist da. Und jetzt gehen wir Stundenglas dafür, aber. Statt Rabadons. Ist gefährlich, aber manchmal muss man, um aus schlechten Situationen eine gute zu machen, ein Risiko eingehen. Und hier, die Person ist nämlich der Sugar. Der ist gut. Du brauchst eine Person, die Bock hat, das Game zu gewinnen. Das reicht. Alleine geht meist nicht. Aber du brauchst einen Lord und einen Lady. Wir haben ich muss einfach nur Lucian one-shotten. Und ja, Aurelian ist relativ tanky. Der hat Mercury und so. Und die haben alle sau viel Magieresistenz. Holy shit. Ich glaube, ich verkaufe ihn. Ja, ich sollte gehen. Oh, er lebt noch. Leute, raus, 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 raus. 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 Lucian ist unten. Ja, der Djinn ist, glaube ich, unser größtes Problem, weil der hat nämlich nicht so Bock. Der ist AFK, stirbt die ganze Zeit. Das ist das very greatest problem. So, Minions farmen ist für Anfänger. So, das Problem ist wirklich, dass wir viel AP-Damage... Ja, okay, wir haben halt kein AD. Wir haben eigentlich AD-Damage, aber das interessiert die Gegner nicht. Der hier ist voll Magieresistenz, der ist Magieresistenz, der ist Magieresistenz. Rudis und Boritz und Boritz. So, ich muss jetzt nur Lucian töten. Das ist meine Aufgabe. Einmal Lucian töten mit Flash und Ult am besten. Flash, Ult, Ignite. Hab's leider noch nicht ready, aber die werden jetzt, glaube ich, unten nochmal weggehen. Die bleiben nicht da. Kann ich mir nicht vorstellen. Eine Kanone nehme ich auch gerne mit. Mach jetzt keinen Stress hier, bitte. Ich bräuchte jetzt unbedingt noch ein Stundiglas. Wobei, jetzt bräuchte ich es noch nicht unbedingt. Gleich. Also die Stopwatch. Weil, wenn ich jetzt einmal sterbe, mein Gott, ich habe nur 5 Stacks. Jetzt ist noch nicht so wild. Okay. Ich gehe da mal kurz raus. Und dann gehe ich da wieder rein. Und dann mache ich das so und dann sterbe ich wahrscheinlich. Leute, Leute, Leute. Wir haben auch Stacks bekommen bisher. Stacks wurden bisher gesammelt. Zwei Stück. Zwei Stacksies. Stacksy Lady, Lady Stacksy. Wer ist denn das da? Jin? Och, Jin, Leute. Raus, 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 raus. Go out. Go out very fast. Ja, wir sollten... Der Djinn. Please, Djinn. Please, Djinn. Djinn, Fokus. I'm strong very soon. Er muss sich ein bisschen gathern. Er ist nur am Sterben. AD Carries sind immer... Da muss man wirklich... Wenn du dann kurz kein Auge machst, dann rennen die... Ne, das ist wie so kleine Kinder. Da musst du immer aufpassen. Das Schlimmste daran ist, dass ich meinen Flash verbraucht habe. Das ist ein very schlimmes gerade. Er macht sein Emotes. Sag mal, wo kommen wir denn da hin? Dass hier irgendwelche Emotes gedroppt werden. Jetzt haben wir eventuell... Naja, noch geht's. Alter, der ist slow! Was ist das für ein Slow? Heil mich. Jetzt mach irgendwas. Ich kann mich noch einmal heilen, Leute. Mach doch irgendwas! Wo sind die Leute? Alter, dieser Slow. Der ist schon fast vermisst. Dieser schöne Nasenslow. Wie lange der Gegner halt hat? Der ist gemaxt als erstes oder was? Als zweites? Als drittes? Als zweites wahrscheinlich. Ja, Ripstacks. Ach, Leute. Ja, Leute, ich sag's.
Das, also ich stehe zwar auch 2-5, aber von den 6 Assists hätte ich echt viele haben können. Also ich hätte auch genauso gut 5-5 stehen können. Aber das Problem ist, dass unsere Botlane einfach nonstop... Also Leona geht noch. Aber der Jhin, der ist einfach nicht da, glaube ich. Der hat keine Lust. Ach Leute. Leute. Ihr werdet nicht aufgegeben. Wir werden kämpfen. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss wird hier gekämpft. Ist natürlich jetzt mein Mage-Plan nicht aufgegangen, leider. Muss ich zugeben. Vielleicht, ich hätte das Mage-Rise auch nicht durchziehen sollen, weil die einfach so viel Magieresistenz haben, die Gegner. Die sind einfach voll im R, deswegen mache ich auch keinen Schaden an die alle. Der hier hat 1000 MR. Hier ein bisschen, also halt, ne? Okay, da ist ein R-Drache. Immerhin haben wir schon mal einen Drachen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und ich glaube, die sind gerade beim Baron. Kann das sein? Das heißt, wir könnten eventuell zum Drachen gehen. Oh, den haben wir bekommen. Vielleicht ist hier eine Möglichkeit gegeben. Get me out. So, jetzt raus. Wo ist hier die Mates? Wo ist Jhin? Wo ist Jarvan? Ah, aber ist okay, wir haben den Drachen bekommen. Der Trade ist für mich fein. Also, ja, ich meine, Erdrache für 4 Kills. Ja, das Erd... Ah. Ja, es ist schwierig, Leute. Es ist schwierig. Bei sowas muss wirklich jeder mitziehen, sonst funktioniert es nicht. Und das ist gerade leider nicht der Fall. Ich bin aber froh, dass wenigstens alle spielen. Das ist schon mal... Das ist schon mal ein Anfang. Wir haben halt wenig Schaden im Team. Wir bräuchten einen richtig starken AD-Carry, damit die Gegner mal Rüstung kaufen müssen. Das Problem ist, glaube ich, dass Jhin auch kein guter AD-Carry ist, um sowas wie Nasus zu töten, so Tanks. Der lebt! Ja, okay, Leute. Vielleicht irgendwann ist es an der Zeit zu sagen, manche Games... Ich meine, man muss aber... Man muss Folgendes sagen. Man kann jetzt sagen, wow, okay, klar, ne? Botlane hat geintet. Wie gesagt, meine Stats sind jetzt auch nicht so geil, aber ich habe richtig hart gekämpft. Was ich sagen möchte ist, nehmen wir an, ich hätte 10-7 gestanden. Nehmen wir es einfach an. Dann hätte ich gesagt, wow, this bot so bad. Aber man muss einfach sagen, ich habe am Anfang auch einen Kill an Aurelion abgegeben, der nicht hätte sein müssen. Ich habe einen Kill abgegeben, also diese Aktion da am Turm, und selber keinen bekommen. Wäre diese eine Situation nicht passiert, hätte ich dieses Game möglicherweise tragen und carryen können. Weil dann wäre Aurelion vielleicht nicht so fett geworden, hätte nicht so viel Toplane gemacht oder Botlane. Toplane war ja, der Jhin war einfach AFK. Aber... Ja, ne, man hätte, hätte, aber wäre ich etwas besser gewesen, ne? Vielleicht beim nächsten Mal. Ich muss mehr League spielen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Man kann nicht immer gewinnen, Leute. Und zwar verlieren wir die Schlacht, aber nicht die Promo. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie viel Damage so die Leute gemacht haben. Also, Leute, mich kann man nicht blamen. Also, wirklich nicht. Ich hatte zwar nicht gute Stats, ja? Aber mir wurden alle Kills wirklich geklaut. Und ich fand es nicht schlimm, dass sie geklaut wurden. Wirklich nicht. Aber die Stats sprechen nicht für meine Leistung hier in Game. Also, ich habe wirklich viel Damage gemacht. Und mein Team... Ich meine, ich kann es sie nicht verübeln. Wir hatten kein AD-Carry und deswegen... Jarvan war nicht so gut. Jarvan hat halt die ganzen Kills gekriegt. Man hätte auch anders sagen können, aber darauf habe ich keinen Einfluss. Hätte Jarvan mir nicht so viele Kills weggenommen, hätte ich das Game gecarried. Aber das kann ich nicht beeinflussen. Nun, ja. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auf Wiedersehen, goodbye und tschüss. Miau. Ich hab euch lieb. Rau.